Feinstaub und Stickoxide. Zahlreiche Städte in Baden-Württemberg, allen voran Stuttgart, sind damit erheblich belastet. Das bedeutet auch Gesundheitsgefährdungen für die Anwohner. Wie also das Problem lösen? Ein Patentrezept dafür gibt es derzeit nicht. In Stuttgart drohen ab 2018 Fahrverbote für Diesel. Im Gespräch sind jetzt Prämien für Nachrüstungen. Aber noch ist nicht sicher, ob das technisch überhaupt möglich ist. Feinstaubalarm in Stuttgart, inzwischen ein alltägliches Bild. Die Werte von Feinstaub und Stickstoffen an der Messstelle Stuttgarter Tor sind höher, als es der Luftreinhalteplan erlaubt. Ein Fahrverbot scheint unvermeidbar, stößt aber auf den Widerstand von Wirtschaft und Bevölkerung. Jetzt soll es die Nachrüstung bringen. Wir sind damit den Automobilherstellern und der Nachrüstbranche bezüglich Nachrüstung für den Euro 5 Diesel im Gespräch. Die Nachrüstung ist jedenfalls schwierig, aber vielleicht auch nicht unmöglich. Eine staatliche Prämie für Nachrüstungen, er wolle vermeiden, so zu tun, als käme das, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er könne es jetzt noch nicht seriös sagen. Man muss sehen, die Nachrüstung ist etwas anders wie damals beim Partikelfilter. Ich habe mal einfach angehängt. Ja? Sowas geht natürlich relativ leichter. Hier sind das doch kompliziertere Dinge. Derweil suchen Wirtschaft, Bevölkerung und Verbände nach Alternativlösungen. Die grüne Welle, die vom Automobilverband VDA vorgeschlagen wird, bringt nach Ansicht des Ministerpräsidenten aber nicht die gewünschte Wirkung. Wenn es für alle Autofahrer immer eine grüne Welle gäbe, dann bräuchte man ja gar keine Ampeln. Es kann also nicht sein. Ja? Es sagt irgendwie die Logik. Ja? Nicht, dass es nicht geht. Die Wirkung einer grünen Welle läge bei 5-6%. Demgegenüber die von der Landesregierung bevorzugte blaue Plakette, sie würde den Feinstaub um 95% verringern. Effektive Alternativen sind aber weiterhin willkommen. Jeder kann seine Vorschläge bringen, dann überprüfen wir die so gut es geht mit wissenschaftlicher Expertise. Und bisher haben wir jedenfalls den Knaller nicht gehört, der jetzt das bringt, was da einige in die Welt setzen. So. Solcherlei Diskussionen könnten aber bald der Vergangenheit angehören. In der Automobilbranche ist vieles im Umbruch. Die Mobilität, so Kretschmann, stünde vor revolutionären Veränderungen. Elektromobilität, autonomes Fahren, Carsharing-Konzepte. Das sind alles Veränderungen, die den ganzen Mobilitätssektor umflügen werden. Davon bin ich fest überzeugt. Der Beschluss der Grünen, ab 2030 keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen, sei ein Weckruf gewesen. Jetzt gelte es, im Dialog mit der Automobilindustrie herauszufinden, wie schnell das wirklich ginge. Diesem Zweck soll auch der Automobilgipfel am 24. April dienen. Ab 2020, so Kretschmann, werde es mit den Veränderungen in der Mobilität steil nach oben gehen.